Let's get it cracking. Singleplayer, Multiplayer. Multiplayer wäre jetzt auf jeden Fall mal das Interessanteste, würde ich meinen. Hauen wir mal rein. Ins ACW Tournament. Ne, Bronze Division. Wir sind auf der Bronze Division. Battle Royale oder Battle Royale Distance? Ja, machen wir einfach mal Battle. Ja, das ist halt jetzt die Frage, ne? Battle Royale Countries oder Battle Royale Distance? Ich würde schon fast behaupten. Distanz, was ist der Unterschied? Mit Städten kennen wir uns besser aus, wa? Hauen wir einfach mal da rein. Drei Gegner bekommen wir. Ne, Quatsch. Ach, der füllt jetzt auf. Der füllt jetzt auf bis 10 Spieler. Absoluter GeoGuessr Noob. Aber dafür hoffe ich ja, dass sich heute wieder jemand finden wird wie gestern, der gute Leo, der uns da hart durchgecarried hat. Der da echt schon böse abgegangen ist in dem Game. Ansonsten gucke ich jetzt gerade mal, dass ich das hier mit der Mucke geregelt bekomme. Die ist mir nämlich ein bisschen zu hart. Ansonsten lassen wir die einfach aus, weil wir standardmäßig bei GeoGuessr, meine ich, auch schon Mucke haben, ne? Ne, dieses Mal tatsächlich nicht, und wir haben auch nur 60 Sekunden Zeit, ist das krass. Das hier ist aber doch Deutschland, oder? Vielleicht hätte ich sollen vorher bei Division den Ton ausschalten. Wäre vielleicht ganz geil gewesen. Den machen wir jetzt erstmal wieder aus. So. Bitteschön. Vielen Dank. Und dann gehen wir zurück zu GeoGuessr. Das wollte ich nicht. Ja, dann werden wir die Runde jetzt auf jeden Fall verlieren. Ich guess jetzt einfach mal schnell noch auf Deutschland irgendwo. In der Hoffnung, dass wir vielleicht... Das ist sogar stimmt. Finnland, okay. Jetzt habe ich es gecheckt, verdammt. Deswegen haben wir auch nur eine Minute Zeit. Weil es halt tatsächlich so ist, dass jeder einfach nur ein Land guessen muss. Aber das finde ich meiner Meinung nach, das finde ich ganz okay eigentlich, ne? Ist für den Anfang zum Reinkommen ist das eigentlich gar nicht schlecht. Das ist eigentlich ziemlich geil sogar. So. Dann machen wir einfach was ganz Smoothes an. Und play again. Boah, Alter, an alle Brillenträger da draußen. Legt euch immer so ein scheiß Brillenputztuch beiseite. Ich habe ja schon seit Jahren keine mehr, weil ich einfach zu faul bin, mir irgendwelche zu kaufen. Bei mir geht das immer nach dem Motto, wofür hast du Kleidung? Aber ist auch nicht immer die beste Lösung. Es verschmiert dann meistens einfach nur und dann siehst du noch weniger. Deswegen ist mein persönlicher Favorite einfach Kontaktlinsen anzuziehen, die ich allerdings gestern so wie heute schon verpeilt habe zu kaufen. Aber ich werde mir vor dem abendlichen Stream, der später stattfinden wird, auf jeden Fall noch welche zulegen. Ich habe keine, ich habe keinen Plan. Ich manövriere mich hier gerade einfach nur in eine Sackgasse rein. Was ist mit dir? Mhm. So, Leute, wo sind wir denn?
Was ist das denn für eine Wohnanlage hier, ey? Tausende von Autos, aber keine Sau, Alter. Müssen die nicht arbeiten oder was? Das war wahrscheinlich irgendwann so nachmittags rum. Ich habe keinen Plan, ey. Ich kann jetzt eigentlich nur einfach mal random auf so ein europäisches Land. Deutschland wird es nicht sein, ne? Ihr Land. Das ist schon hart, Mann. Das ist schon verdammt hart in so kurzer Zeit. So krass zu rulen. Ist ja auch noch früh, ne? So, vielleicht haben wir jetzt ja mal ein bisschen mehr Glück. Und es float jetzt auch so langsam mal. Aber das sieht schon wieder aus nach so einem richtigen Hinterwäldler. Dörfchen, so richtiges Hillbilly-Dorf, Mann. Guck dir das halt mal an, was ist das? Das ist halt nichts Europäisches, glaube ich, oder? Außer irgendwie, das könnte halt vielleicht sowas Rumänisches oder sowas sein. Nee, dafür sind die Häuser wahrscheinlich, sehen noch zu gut aus. Also no hate, aber mal echt interessieren. Wer in so unfertigen Häusern sich wohlfühlen kann. Beziehungsweise da ist ja noch gar nichts. Das ist hier ein komplettes Neubaugebiet. Könnte da jetzt vielleicht wenigstens mal ein Schild sein. So, hier ist irgendwas, was man, das sieht auf jeden Fall russisch aus. Ich würde jetzt mal aufgrund dessen, weil wir nur noch 15 Sekunden haben, mal irgendwo hier in die sibirische Tundra. Ne, dafür ist es zu warm. Südrussland? Kasachstan, Kasachstan. Ich wähle mal Kasachstan aus. Es wäre Griechenland gewesen. Holy, das ist hart. Das ist echt verdammt hart. Also aufgrund dieser Hieroglyphen gerade habe ich echt gedacht, es könnte irgendwie Kasachstan oder sowas sein, aber absolut keinen Plan, ey. Okay, deine 5 Minuten of Free Exploring has ended. Ist das wirklich so? Muss man jetzt mittlerweile bezahlen, damit man bei GeoGuessr Ranked spielen kann, so oft man will? Ach, das ist ja krass. Aber wir können jetzt immer noch auf Distance. Ne, können wir nicht. Duells auch nicht. 7 Minuten lang sind wir jetzt einfach lost. Das ist krass, Mann. Okay, das hätte ich nicht gedacht von dem Spiel. Das hätte ich nicht erwartet. Wahrscheinlich starten wir dann aufgrund dessen sogar schon frühzeitig einfach in Division rein. Das ist ja frech, ey. Das ist ja echt frech. Ich meine, irgendwie müssen die auch ihre Kohle verdienen, aber auf die Art? Naja, kann man sehen, wie man will, ne? World. Ich habe keine Ahnung von den Einstellungen leider. Deswegen try ich jetzt einfach mal und versuch mal dort drauf klar zu kommen. Explorer Mode. Was ist das? Da erkunden wir einfach Visit the first tourist destination in the world. Doesn't matter if you are a foodie, history buff or a culture vulture. Aha. Ne, ich will einfach Singleplayer jetzt einen Explorer Cup machen. Hier, Touristen Cup haben wir ja noch nicht geschafft gestern, ne? Beziehungsweise doch, wir hatten ihn tatsächlich noch fertig gemacht. Dann sind wir jetzt im Backpacker Cup. Dann starten wir den jetzt einfach noch rein. Okay, jetzt können wir die Mucke ausmachen, weil hier läuft immer Mucke. Das ist sehr gut. Das sieht mir doch schon fast. Ist es auch wieder so, dass nur Hauptstädte genommen werden? Weil dann würde ich aufgrund dessen schon sagen, dass wir vielleicht irgendwie in Spanien oder Rom sind.
Das hier ist eine spanische Sonne, oder? Madrid, Portugal, so diese Richtung. Oh ja, das gibt uns doch Anhaltspunkt auf Messi, Alter. Jetzt wird's peinlich. Mit Fußball habe ich ja gar nichts am Hut. Ist er nicht aus der Kante? Also entweder ich liege jetzt komplett falsch und er ist weder Spanier, ne, Italiener ist er nicht, Argentinier ist er auch nicht, ne? Spanier, ist er Spanier? Ist er Portugiese? Weil das wäre ja die Hauptstadt von Portugal, ist ja nicht Porto, die ist ja Lissabon, ne? Lissabon. Welchen Lissabon? Aber der ist doch auch kein, der ist doch nicht aus Portugal. Ist der nicht Spanier, Alter? Madrid? Hat der bei Real Madrid gespielt? Irgendwie sowas habe ich in Erinnerung, ne? Centro, San José. Wenn wir jetzt hier irgendwas mit San José finden, da ist ein Restaurant, Mostaza. Eine Kreuzung mit Mostaza Restaurant und die Straße heißt San José. Wir haben 2 Minuten 50. Das dürfte ja schon fast passen. Wenn wir überhaupt in der richtigen Stadt sind, das können wir natürlich jetzt nur hoffen. Es sind halt einfach immer tausend, gerade in diesen Millionenstädten sind immer tausende von Restaurants. Das ist fast unmöglich, da genau das zu finden, was man sucht. Das ist doch ein Restaurant, oder? Sieht jedenfalls so aus. Da gibt es Essen, Trinken, Mostaza, Burger. Sieht jetzt nicht so aus, als wäre es so ein runtergekommener Laden. Deswegen dürfte ja auf der Karte drauf sein. Aber was? Wie viele Läden haben die denn? Ist ja unglaublich. Lateral Santa Ana, Restaurant Casatoni, Rosilla Loca, Serveria, Caffetteria Espresso, Pastelleria, La Malocchina, Museo del Chamon, Mimis Creperie, La Rollerie, Serveria, Cioccolateria, San Gin, El Gogolo della Descarga. Ich finde alles, nur kein Mostaza. Mostaza e Yucasa. Mikasa e Tsukasa. I don't have any idea. Tatsächlich bin ich gerade richtig aufgeschmissen, ey. Boah. Wir laufen jetzt einfach mal weiter. In den 50 Sekunden kann man halt eh nichts mehr ändern. Muss man ganz kurz mit da dran, dort muss ich ganz kurz dran gehen. Thank you.
So, das war dann wohl ganz kurz der Anruf, auf den ich schon den ganzen Tag gewartet habe. Weiter geht's. Die Runde haben wir wohl aufgrund dessen jetzt verkackt. Gut, aber das tut jetzt auch nichts zur Sache. Das sind eh nur Bots, die keine Ahnung, die tun ja echt meilenweit vorbei. Beiklicken. Ich hoffe, das ändert sich noch, die KI, dass sie auf jeden Fall noch stärker wird. Was ist das denn? Ach, das ist. Ist das ein Glascontainer? Das ist ein Glascontainer aus Plastik, der. Der ist ja winzig. Also in Deutschland, da musst du ja schon ein bisschen höher. Muss das Glas ja schon ein bisschen höher reinwerfen, ne? Was ist das jetzt? Der spanische Reiter oder was? Olympique Lyonnais. Lyon? Das ist. Lyonnais, Olympique Lyonnais. Ist das Frankreich? Lyon. Jetzt ist die Frage, wo ist Lyon? Ich kenne Lyon. So, hier. Da sind wir doch. Belcourt-Hotel. Hier steht doch schon mal was. Sachs bis Gambetta. Klingt das hier alles französisch? Ja, ne? Medical Centre Dentaire. Ist auf jeden Fall alles. Porcelain. Ja, es klingt auf jeden Fall alles. La Rose Tunis. Sehr französisch. Und hier ist eine Bushaltestelle, die ist halt wichtig. Sachs bis Gambetta. Jetzt müssen wir das noch finden. Wenn wir die gefunden haben, dann haben wir, glaube ich, die beste Chance, da zu rulen. Jetzt ist nur die Frage. Junge, Junge, Junge. Das ist aber wieder mal bös. Bös verzwickt hier alles. Und ich muss immer aufpassen, das nervt mich auch übertriebenst, dass ich bei dem Headset nicht zu nah rangehe. Ansonsten puste ich euch die Ohren voll. Aber so richtig. Sachs bis Gambetta. Wo ist das Gambetta? Ich bin nicht überall überhaupt in Lyon, aber es muss doch Lyon sein, wenn da L steht. Lyonnais. Oder ist das eine andere Stadt, Mann? Space Hut. Ich bin mir aber ziemlich sicher. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob der immer noch nur Hauptstädte auswählt, ob wir jetzt in Paris sind und er mich damit einfach nur auf Frankreich lotsen wollt oder eben auf Lyon. Oder gibt es eine Stadt, die einfach Lyonnais heißt? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Ist das Lost, Mann? Ich guess jetzt einfach erstmal irgendwo hin, nicht, dass wir das gleich vergessen. Gambetta, Gambetta.
da. Das muss doch ein Bezirk sein. Oder sind das hier Straßen? Ich bräuchte wenigstens mal eine Straße. Da hinten sind Straßenschilder. Ist das hier? Guillotière. Guillotière, komm schon. Guillotière hier. In der letzten Sekunde, Mann. In der letzten Sekunde noch gegessen. Holy shit, das war close, Mann. Oh Mann. Ja, Donny, der Ficker ist wieder aktiv, aggressiv. Das stimmt. Aktiv aggressiv am Stream. Eigentlich bin ich immer passiv aggressiv. Ich weiß nicht, was die Leute gestern hatten, ey. So, easy going. What the fuck? Wir gucken kurz. Sieht mexikanisch aus. Ist Mexiko, oder? Safe, Alter. Tacos, Paprikas, Jalapenos, Zwiebeln, Chilis. Also mehr mexikanisch geht ja gar nicht. Kann ich gar nichts mit anfangen. Gar nichts, absolut nichts. Was soll das sein? Wir gehen jetzt erstmal nach Mexiko. Wir verschieben uns kurz. Mexiko. Mexiko Durango. Jetzt halt die Frage. Mexiko ist halt so kackengroß. Bringt uns halt absolut gar nichts hier jetzt rum zu suchen auf der Map, bevor wir da irgendwas wissen. Puerto Aero, Aereo? Ich glaube, das hat aber eher was mit den Autos zu tun und nicht mit der Stadt. Es sei denn, da ist jetzt direkt irgendwas mit Puerto San Luis Potosi. Alter, Mexiko ist halt schon groß, Mann, das ist ja mies. Woher soll man hier wissen, wo das sein soll, ey? Steht da oben? City Express, nee, bringt uns gar nichts. Mexiko, wo bist du? Mexiko. Wakefield. Cushman's Wakefield. Nee, das ist der Firmenname. Und den Rest kann ich nicht lesen, geschweige denn aussprechen. Ich versuch's erst gar nicht. Was kostet der Sprit bei denen? 21 Dollar. 21 Dollar oder sind das hier? Wie heißen die? Sureño, gib mir deine ganzen Corones. Scotia Bank, Park and Fly. Es gibt keinen einzigen Hinweis auf da, wo wir sind. Suzuki Aeropuerto. Aeropuerto, es muss Aeropuerto sein. Hier stand jetzt einfach. Es sei denn, Aeropuerto heißt halt einfach Flughafen. Aeropuerto. Puerto Escondido. Es könnte halt einfach original alles sein. 2 Minuten, um Aeropuerto zu finden. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal weiter, wie die Bots. Die gessen ja sowieso immer nur Scheiße. San Antonio, da sind wir ja schon über die Grenze. Es bringt uns nichts. Guck erstmal so von hier aus, das ist noch am gefiltertsten. Alles andere macht wenig Sinn, Aeropuerto, meine Herren. Culiacán, Puerto. Keine Chance. Keine Chance, in dem Trubel irgendwas zu finden. Aeropuerto, verdammt. Es ist halt so lost, man ist immer so zwiegespalten. Man weiß gar nicht, ob man jetzt noch weiter gucken soll oder erstmal die Stadt suchen soll. Aber wenn man die Stadt nicht findet, hat man halt gar nichts. Man hat einfach original nichts. Und Mexico City weiß ich halt nicht.
ob es in Mexico City Aeropuerto gibt. Ist ja wohl irgendwo die Hauptstadt, oder? Von Mexiko, Mexico City. El Paso ist die zweitgrößte Stadt der Welt, aber nicht die Hauptstadt. Und Mexico City müsste die Hauptstadt sein. Aeropuerto, Mann, ich finde nichts, was ansatzweise irgendwas mit dem Namen verbindet. Ich guess jetzt erstmal richtig dreist nach Mexico City rein. Und dann, wo wäre das jetzt gewesen? Dein Ernst? Da ist ja gar nichts. Wir hatten ja nichts in der Hand, gar keinen Hinweis. Und dass wir überhaupt so nah dran gekommen sind, Alter, das ist überhaupt schon ein Wunder. Ich meine, die KI ist ja mittlerweile mal so weit, dass sie überhaupt mal nach Mexiko guesst. Ja, keine Ahnung, immer noch viel zu easy, dieser Backpacker Cup. Hollywood Souvenir Outlet. Souvenir Outlet, sehr gut. Das Hollywood Boulevard. Hollywood Souvenir Outlet, das bedeutet, wir sind in Hollywood, oder? Escape Hotel. Flyer Velo. From Burbank. Big Sale. Sind wir in Hollywood? USA, Stars, wir sind in Hollywood. Boah, das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo Hollywood ist. Ist das in Nevada? Ist Hollywood in Nevada? Das ist jetzt peinlich, Mann. Ich habe mich dafür nie interessiert, tatsächlich. Wo sind die Hollywood Hills? Wo sind die? Digga, streng dich an, Mann. Hollywood Hills, wo sind die? Waren die LA? Los Angeles, die Stadt der Engel? Hollywood Hills irgendwie so. St. Monica Mountain National Recreation. Boah, es ist so bekannt, Mann. Aber auch irgendwo so hart. So hart. Santa Clarita. Davon hat man auch, man hat von allem davon irgendwie schon mal gehört, ne? In tausenden Filmen. Las Vegas. Es ist alles so nah beieinander, wenn man es sieht. Aber eigentlich sind das Meilen voneinander getrennt, man. Das hier ist so schon Deutschland eigentlich. Ich habe keinen Plan, wo die Hollywood Hills sind. Ich bin so schlecht, Mann. Ich glaube, es ist in Nevada. Die Hollywood Hills sind die nicht in Ka sind California oder Nevada? Ich habe keinen Plan. City, Falcon, Cars. Ich habe noch einen Tipp. Stadt der Engel. Stadt der Engel, Los Angeles. Stadt der Engel, Los Angeles. Wir sind hier im Escape Hotel und eben stand doch da eine Straße, Hollywood Boulevard. Das ist Hollywood Boulevard in Los Angeles. Hollywood, West Hollywood. Santa Monica Boulevard. Wir kommen immer näher, glaube ich. Wir gessen jetzt erstmal hier. Hollywood Walk of Fame. Hollywood Boulevard. Wir sind hier irgendwo. Walk of Fame. Wachsmuseum. Walk of Fame. Der Hollywood Souvenir Shop. Weed Shop Hollywood. Pandage Theater. Was ist das hier? Escape Hotel. Hollywood Escape Hotel. Hier ist LA Fame. Okay, wir müssen jetzt eigentlich nur noch der Straße folgen und gucken, was hier so ist. Dann wissen wir genau, in welcher Ecke wir stehen. Escape Hotel. Wir sind hier, ne? Hier ist das Escape Hotel. Und wir stehen genau hier.
Hollywood Souvenir Outlet. Wir gehen mal kurz nochmal zurück auf Start. Wir stehen genau in der Mitte. Stehen genau hier stehen wir. Und wir gassen. Ich glaube, das sind nicht mal ein Zentimeter. Baby. Sehr geil. So, next round. Wir haben hier Deutschland, Frankreich, NATO, also Europa. Blablabla. Molkenmarkt, Mühlendamm. Wir sind in Deutschland. Wir sind in Deutschland. Und was steht hier? Ach, wir müssen auf die andere Seite, verdammt. Komm schon, lass uns da hin. Ja, ist in Ordnung. Berlin. Der Döner. Berlin. Wie ist die Straße? Berlin Molkenmarkt, Mühlendamm. Berlin Molken. Markt Mühlendamm. Molkenmarkt Mühlendamm. Ich brauche noch eine Info mehr. Das bringt mir halt nichts. Hier ist der. Was ist das? Ist das eine Kirche? Das ist eine Kirche, ne? Ich muss mal kurz weiterfahren. Ich brauche wenigstens eine ungefähre. Ich kenne mich halt in Berlin null aus. Das letzte Mal, wo ich da war, das sind halt auch schon wieder über 10 Jahre her. Grafen? Was? Wenn ich wüsste, was das für große Riesengebäude sind, ob das eine Kirche ist oder. Man kann halt hier nichts lesen, also wirklich, wie die hier gefahren sind, Alter. Wie die letzten. Unter den Linden. Ist das hier Regierungsviertel? Müsste ja, ne? Hier sind überall. Sind irgendwie überall so protzige Gebäude. Tiergarten. Tiergarten. Das ist doch großer Tiergarten. Da geht's hier rüber. Luisenstraße haben wir das nicht gerade gelesen? Darüber geht's zum Tiergarten. Wenn es darüber zum Tiergarten geht. Sind wir hier? Komm, geh noch eins weiter, Mensch. Ich muss nur noch dieses Schild hier erkennen können, verdammt. Alter, wie schlecht. Es ist so schlecht. Es ist so schlecht, wie die hier gefahren sind, ne? Das ist der Wahnsinn. Wir haben nur hier Tiergarten. Unter den Linden. Unter den Linden. Da steht unter den Linden. Das steht hier drauf. Hier steht unter den Linden diese Richtung. Das bedeutet, wir sind hier irgendwo. Oper, ist das ein Opernhaus? Ist das ein Opernhaus? Wir stehen hier auf einer abnormal fetten Kreuzung. Das müssten wir doch eigentlich erkennen. Dann sind wir doch hier, oder? Müssen ja genau hier stehen. Unter den Linden. Volkswagen-Gruppe Forum Store? Nee, das sieht nicht aus wie ein Volkswagen Store. Sieht aus wie eine Bank. Genau, hier sowas. Botschaft der Russischen Föderation. Das sieht eher aus wie eine französische Botschaft, wa? Gesundheitsministerium. Unter den Linden.
sind halt einfach genau auf dieser Straße unter den Linden. Ich will mal noch mal zurück zum Start, weil dann weiß ich auch ungefähr, was hier befinden. Trepo. Trepo. Molkenmarkt, Mühlendamm. Es muss hier irgendwo sein. Molkenmarkt und Mühlendamm. Molkenmarkt und Mühlendamm. Verdammte Scheiße. Mohrenstraße. Mann, wieso sind das so viele Straßen? Glaube trotzdem, dass wir hier sind. Wo wär's gewesen? Wow. Wow, das wäre ja noch echt heftig weit weg gewesen. Das ist die alte Münze. Deutsch-Französisches Jugendwerk. Oh mein Gott. Und was ist das dann? Das alte Stadthaus. Ach du Kacke. Ja gut, ne? Berlin, für Berlin-Kenner wahrscheinlich übel easy. Für mich krass schwer, Mann. Oh. Gott. I don't get it, ey. Italien, ne? Mexiko. Ne, Mexiko. Me schon wieder mich. Schon wieder Mexiko? Ne, ne? Buffalo Wild Wings? Doch. Wenn ich die dicken Karren schon sehe, ne? So ein Chevy, Alter, dann wär's direkt, dass wir in Amerika sind. In Amerika! Wir sind wieder in Mexiko. Wir sind wieder sowas von in Mexiko. Ja, hallo? Wo ist denn Mexico City? Hier. Das ist Mexiko. Ja, ist ja schon klar. So, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo genau. Renta, Departamento. Steht hier Benito Justinus. Welcome Bikers. Man darf halt nie aus den Augen verlieren, wo man gerade hergekommen ist, weil sonst kann man sich später nicht mehr orientieren. Junge, stehen da viel Autos an. Hätte ich ja gar keinen Bock. Aber das ist ja noch nichts gegen die Rush-Hours in Amerika. Gracias por tu visita. Benito Juarez. Gracias, dass Sie uns besuchen. Benito Juarez. Ist das die Stadt? Oder ist Benito Ju Juarez, irgendeine Person. Boah, das ist halt jetzt, that's the question, my friends. You're not my friend, you're my brother, my friend. Das heißt Verkauf, zum Verkauf, ne, Vendito. Technocasa. Das ist die Firma. So, jetzt aber komm. Muss doch irgendwo mal ein Hinweis sein. Die haben auch einfach keine Straßenschilder. Entweder die reißen die alle ab oder ja, ne? Sushi Ramen, irgendein Sushi Restaurant, Floss Guru. Ich bin einfach gerade nur sowas von kernbehindert und absolut des Todes blind. Boah. Ach Leute. Kommt schon. Es kann ja wohl nicht wahr sein jetzt.
Außerdem habe ich die ganze Zeit schon vergessen, hier mal GeoGuessr einzutragen. Ja, heute bin ich echt absolut lost. Da hilft auch nichts mehr. So, jetzt aber, komm, gib mir irgendeinen Hinweis. Das hier ist ein Dentista. Das weiß, sieht schon krass nach Zahnarzt aus. Ja, ist ja in Ordnung. Den können sich dort wahrscheinlich eh nur die wenigsten leisten. Beim Zahnarzt wird es ja sogar in Deutschland schon schwer, ne? Multipharmacias. Och komm, ey. Jetzt geht's mir gerade richtig auf den Sack, Alter. Muss ich wirklich sagen, ey. Die haben ja gar nichts, Mann. Was ist das für ein Hinterwäldlerland, meine Fresse? Ohne Scheiß. Papeleria. Was gibt's hier? Papier oder was, Junge? Ernsthaft? Was ist das? Das ist wie ein Toto-Lotto, nur schlimmer. Kann doch nicht wahr sein. Was ist das hier? Ich check's halt null. Mexico City irgendwo. Scheiß drauf, Mann. Jetzt geht's mir auf den Piss. Dann hab ich auch noch. Da hab ich auch noch. Da scheint mir auch noch so die Sonne aus dem Arsch. Unglaublich, aber Alter, man, ganz ehrlich, ey. Kauft euch mal ein Straßenschild, ey. Ihr Fickos. Endlich, meine Fresse. Endlich hat man mal ein bisschen Anhalt. Norden, Brooklyn. Airport Sittun. National War Memorial. Das ist die Hobbit-Höhle, die ist in Neuseeland. Mount Cook, Brooklyn. Ist das Christchurch? Ich weiß nicht mal, wie die Hauptstadt von Neuseeland heißt. Auckland? Heißt sie Auckland? Oh, Junge, zerbricht mir den Kopf, Mann. Ja, Neuseeland ist ja in Ordnung, ey. Ich hab's gecheckt. Ja, das hier bedeutet ja einfach nur, dass das noch unter englischer Flagge ist, ne? Also englische Föderation oder wie das heißt. Englische. In englischer Hand, sagen wir mal so. Es ist noch irgendwie. Die Queen hat doch da immer noch das Sagen gehabt, bis vor kurzem, bis dann. Ja, das war bis jetzt der beste Tipp. Wäre der nicht gekommen, hätte ich wahrscheinlich reingeschissen. Aber das hier hilft mir auch gar nicht. Also es ist ein Airport in Seotun. Jetzt musst du halt nur Seotun mal finden, ne? Wenn das jetzt nicht gerade Auckland ist, dann ist das halt lost, weil das hier ist riesig. Es ist halt einfach big as fuck. Das ist echt richtig big. Das ist eine fette Insel. The Frame Shop. One Way. Briscus. You'll never buy yourself better. Bringt mir auch nichts. Einfach ein Hinweis. Ich brauche einen Hinweis auf die Stadt. Weil das hier da hinten, das ist halt schon geiler Hinweis, aber ich will da auch jetzt nicht zu weit weg tatsächlich. Aber es bringt mir halt nichts, weil ich keine Ahnung habe, was die Hauptstadt von Neuseeland ist. Mann, es muss Auckland sein. Jetzt müssen wir einfach nur Seotun finden. Seotun. I don't know. Die haben krasse, komische Namen. Mount Eden, New Lynn, Glen Aden, Henderson, Massey, Glenfield. Ich guck mal, ob die hier irgendwo einen Flughafen haben. Muss ja eigentlich.
kommen die Leute sonst dahin? Keiner reist mit dem Schiff einfach mal tagelang, Alter, um dort anzukommen. Dann irgendwann mal. Out of nowhere. Boah. Schon anstrengend, Geogesser. Leck mir die Coronis, ey. Tuscany. Whitefort. National War Memorial. Man müsste meinen, das wird man auf Anhieb finden, aber einfach, nee, einfach nicht, Alter. Einfach gar nicht. Sowas von gar nicht, ey. Ich will auf jeden Fall gleich in Division reinpumpen, Mann. Das hier geht mir gerade gehörig auf die Eier, dieses ganze Gesuche. Du suchst ja 5 Stunden lang nach so einem scheiß Schild, ey. Und dann bist du wahrscheinlich später noch woanders. Mir jetzt egal, ich gehe jetzt in Auckland. Und wo wär's gewesen? Ernsthaft in Wellington? Digi. Sorry, aber. Wer hätte das wissen sollen? Und der Bot hat mehr Punkte als ich. Und why? Weil er hier irgendwo einfach random geguessed hat. Was ein Spacki, ey. Ach Gott. Ist ja mal wieder. Ultra wack. Mauritsweg. Prinz Moritz, Städter van Holland. Wir sind in Holland, alles klar. Das ist der Stadthalter von Holland, Prinz Moritz. Ist das Amsterdam? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, keine Ahnung. So, keine Ahnung, Mondblumen. Warum auch immer mir das jetzt angezeigt wird. Das ist Holland, ja. Das sehe ich, dass das geil aussieht und flach ist wie, ja, wie eine Frauentitte. Mauritsweg. Mauritsweg. Ist eine Straßenbahn. Ein dicker Übergang. Döner-Kebab. Burger Club. Und Meckes. Direkten Meckes. Gute Binnenwuck. Direkten Meckes daran. Print and Stitch, Mauritsweg. Ja. Dann würde ich auf jeden mal behaupten, dass wir. Jetzt wach sind. Mauritsweg, Mann. Ist das eine Straßenbahnunterführung? Nee, ne? Doch. Nee. Geht's da runter? Ist das? Ist das Wasser? Ja, das ist Wasser. Wir sind hier anscheinend direkt an einem Flüssen. Davon gibt es ja so wenig in Amsterdam. Davon gibt es ja so wenig. Also in einer Großstadt, ne? In einer Ansatz, also in einer Millionenstadt. Okay, das ist jetzt vielleicht in Amsterdam übertrieben, aber in so einer Stadt nach einer Straße zu suchen, halte ich für fast unmöglich. Ich sollte eher lieber einen Meckes suchen. Da sind meine Erfolgschancen gleich mal 5-mal so groß. Aber selbst die gehen ja unter unter den Tausenden. Unter den Tausenden Dingern, die du hast. Das ist crazy, Mann. Das ist richtig crazy. Wenn du dir das mal reinziehst und verinnerlichst, wie viele Restaurants wir einfach haben, wie viel wir fressen, wir Menschen. Das ist ja geisteskrank. Geboren zum Reinschaufeln, Alter. French Bakery. Miss Bueno, Agatha Senpachi, bin. Ach Mensch.
ist halt alles so. McDonald's. Da ist ein Mc's. Ich gehe jetzt einmal mal. Wir gehen zu Mc's. Trick 17. Wir gehen zu Mc's. Es wird wahrscheinlich eh das Falsche sein, weil es in dieser Riesenstadt 100 pro mehr Mc's gibt als eins. Aber wir gehen jetzt hier in die Seitenstraße, bis wir Mc's gefunden haben. Weißt du, er zeigt halt selbst. Er zeigt einfach da rein und sagt, hier ist Mc's. Aber hier ist kein Mc's. Hier ist einfach null Mc's. Wie weit sollen die Leute laufen? Überleg dir, du hast. Bruder, du hast richtig Hunger. Dein Magen knurrt schon. Du bist übel abgefuckt. Du musst dann noch einfach den Weg hier laufen, bis irgendwann mal Mc's kommt. Und das ist ja mal das kleinste und abgefuckteste Mc's in der Seitenstraße ever, oder? Nee. Wenigstens haben die noch Tische draußen stehen, es geht. Aber das wird das nicht sein. Das ist das safe nicht. Guck mal, wie groß das hier ist. Das Ding ist, du findest halt hier sonst einfach kein Mc's mehr. Wir sind einfach in der falschen Stadt, Rotterdam. Bruder, wer kommt auf Rotterdam? Bei den Bildern. Fuck my life, Alter. Rotterdam, Mann! Was? Boah, kein Bock mehr. Was ist das hier? Russische Flagge? Nee, was ist das? Wieder irgendwas Spanisches. Podesier Heroides da Historia. Eine Straßenbahn. Wow, die gibt's ja. Wie Sand am Meer. Wo ist denn der jetzt wieder her, der Vogel, Mann? Ah, oh, Cristiano Ronaldo ist doch Spanier, ne? Spanische, portugiesische Flagge. Sind wir in Porto? Sind wir in Porto? Der ist Portugiese. Der ist Portugiese auch wieder was gelernt, Alter. Hier lernt man so viel aus der Fußballwelt, weil die Tipps aus 90% Fußball dann bestehen, ja. Wenn man kein Fußball guckt oder sich da nicht auskennt in der Materie, dann ist man eh voll aufgeschmissen, absolut lost. Sempre, ah, da vorne ist ein Meckes. Wir haben gelernt, immer ein Meckes ausrichten. Bringt's zwar nicht, wenn du in der falschen Stadt bist, aber Meckes ist schon mal so der beste Spot. Elias Garcia Avenue. Wir gehen nach Portugal. Ah, oh, tut mir der Ass weh. Ich habe den Arsch schon so flach gesitzt, dass er mittlerweile einfach heftigst wehtut. Porto oder Lissabon? Das ist halt jetzt die Frage. Rauszufinden, welche Stadt man jetzt ist, finde ich am schwersten. Das Land ist easy. Easy going, gar kein Thema. Aber rauszufinden, welche Stadt? Ciao, es könnte jetzt alles sein. Ich kenne mich weder in Porto aus noch in Lissabon. Und vor allem ist es ja hier beschrieben mit Lissabon. Die Leute, die das gar nicht kennen, Alter, die haben ja voll die Arschkarte. Ist ja vorbei, Mann. Ciao, Kakao. So, was haben wir hier? Palacio Nacional, oder? Lisboa. Lisboa, das tut auf jeden Fall auf Lissabon schließen, ne? Genau mit diesem Lisboa, Sintra. Sintra ist doch auch eine Stadt. Also bedeutet das, dass es wieder irgendwas random hier zwischendrin ist, zwischen Sintra und Lissabon? Och Mann, ist das lost. Es ist so hart, ne? Es ist einfach so hart. Palacio National Culus. Pousada Culus. Es ist einfach nur mehr lesen als alles andere. Hier ist auf jeden Fall das Meckes de Carlos. Aber ich bezweifle, dass da Strand ist da unten. Ich glaube eher, da ist einfach gar nichts. Wieder wie immer. Palacio.
Palacio National de Quellos. Nice. Palazzo de Sa... Palazzete de Sao Bento? Nee. Es ist gleich dem... ist gleich einfach dieser Suche mit dem Heuhaufen und der Stecknadel, ne? Ich sag's euch, das ist... ist einfach insane, wenn man da sieht, wie die Leute teilweise abgehen, Mann. Pestana Palazzo Lisboa. Lisboa. Wir sind hier in Lisboa, ne? Palacio Nacional Quelles ist Norden. Ich glaube, hier sind wir schon gar nicht mal. Das zeigt ja auf den Palazzo. Hier sind wir an einem Palast. Memories of Lisbon. Aqualma Cachem. Massama. Uff, es ist so hart, Boys. Es ist so hart. Ich sag's euch, Leute. Ich guess hier jetzt, Alter. Was willst du machen? Wo wär's denn gewesen? Quelles. Das hätte ich auch noch gefunden. Hier ist es Meckes, wo wir waren. Stimmt. Aber ey, mal bitte, ne? Ganz ehrlich, hier gibt es ja schon irgendwie 30 Meckes. Und dann hier oben nochmal. Und dann anhand von Meckes ist das vielleicht doch nicht die beste Choice, die man haben kann. Naja, wir tryen jetzt noch eine Runde und dann geht's auf jeden Fall rein. Geht's auf jeden Fall bös rein in die Division. Wir gucken uns erstmal das Bild an. Ich habe absolut keinen Plan schon. Das Bild sagt mir einfach nichts. Mann, es ist halt... Kirchenpalasten, ich weiß es nicht, was auch immer. Sagt mir auch gar nichts. Was ist das? Was ist das für ein Leibgericht? Es sieht einfach widerlich aus. Es ist Sauerkraut, esse ich nicht. Finde ich kacke. Also Sauerkraut, okay. Ab und zu ganz, ganz selten, aber. Das sieht aus. Das, also ich würde sowas meinem Hund geben. Und das hier, keine Ahnung. Es ist einfach, das ist richtig lost, Mann. Darauf lässt sich schließen, dass es wieder irgendwas. Es ist was Deutsches. Das ist was Deutsches. Es ist irgendeine deutsche Leibspeise, irgendein deutscher Literaturfuzzi und ein deutsches Naturerbe. Was weiß denn ich? Die kleine Bühne. Lukaskirche. Evangelische Lukaskirche in der Rolandstraße. Die kleine Bühne. Wo sind wir hier denn? Master, die kleine Bühne, denke ich, Freitag, Lukaskirche in... Lukaskirche wo? Was ist das? Bremen? Nee, keine Ahnung. Trier? Potsdam? Ich habe keinen Plan, wer das hier ist. Es ist wieder irgendeine wichtige Person, aber... Bazar? Kann man das von hier besser lesen? Hannover, wir sind in Hannover. Wir sind einfach in Hannover. Hannover, Hannover, Bremen, Oldenburg. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das ziemlich weit im Norden ist, aber Flensburg, Bremen. Wo ist denn Hannover, Mann? Das ist doch auch Küste, oder bin ich gerade behindert? Alter, oh mein Gott, das ist todeslost, ich sag's euch. Das hier ist evangelische Kirche, evangelische Lukaskirche. Das ist jetzt, glaube ich, sau easy, weil die sind immer mit dem Kreuz markiert, das weiß ich. Markkirche Hannover. Maria Verkündungskirche Hannover. St. Franziskus, Digi, wie viele Kirchen wir in Deutschland haben, das ist schon echt insane, dieser Totenkult und dieser ganze Heckmeck hier mit Gott und die Welt. Das ist schon krass, Mann.
Matthias-Claudius-Gemeinde. Und es Hannover ist ja nicht mal eben so, ne? Ist ja schon dick. Vielleicht dahin. Komm, die werde ich jetzt wohl finden, ey. Das fuckt mich jetzt brutal ab, wenn ich die jetzt nicht sehe. Komm schon jetzt, Mann, da steht sogar einfach, was es für eine Kirche ist, die Lukaskirche. Leckmastik, Alter, ehrlich. Leckmastik. Das ist nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen, wie schwer es sein kann, in einer verkackten Stadt die Kirche zu finden, Mann. Weil wir einfach, wenn dann überhaupt schon mal direkt anstatt einer Kirche schon mal gleich fünf bauen. Och, Mann. Ich weiß nicht mal, in welchem Stadtteil. Es gibt halt auch sogar einfach 50 Stadtteile, Mann. Johannes, Egidenkirche, Gartenkirche. Bruder, es ist halt ehrlich krass, wie viele Kirchen wir haben. Es ist echt krass, Mann. I don't have any idea. Ich guess jetzt einfach. Wo es wäre sie gewesen? Norden. Ernsthaft? Ernsthaft, sie wird halt nicht mal richtig angezeigt. So, man zeigt sie an, wenn man so nah reinzoomt, dass man schon die Häuser sieht. Ist ja insane, Mann. Evangelische Lutisten, Lukaskirche, was weiß ich, Lutherus. Alter, ist das krass, Mann. Ist das jetzt letzte Runde oder was? Oh, ich hoff's mal, Mann. Ich hoff's ehrlich. Ich hoff's, Diggi. Keine Nerven mehr gerade. Es baut ja brutalst ab, Mann, wenn man immer reinscheißt wie so eine kleine Kartoffel. Taksim Dündünay, das hört sich schon übel türkisch an. Türk Dünya. Türkei. Türkistan. Auf in die Türkei. So, my friends. Ja, das hätte ich mir denken können. Danke. Es ist auf jeden Fall irgendwas am Meer. Steht hier jetzt irgendwas von Antalya oder so? Nee, ne? Sieht sonnig aus, es sieht sau hübsch aus, es sieht geil aus, es sind Palmen da am Stissel, Mann. Gördünmü? Bilim Fatihi Gördünmü in Fatih Bringt mir halt gar nicht. Gar nicht. Antea Palace Hotel. Yo, Leute. Green Life Apart Hotel. Yo, Leute, wir sind heute hier in Türkistan. Wir finden nicht einmal die Town. Ja, was ist das, Mann? Ich komm nicht klar. Was guckst du so, Mann? Lan. Sultan Ahmed. Sie gucken, Alter, sie chillen halt einfach babamäßig. Ich finde diese Kultur so geil. Einfach immer mittags Siesta, schön draußen chillen auf Stuhl mit Kippe, Mann. Erstmal ein bisschen. Hi, du Mann, ich mache erstmal Mittag. Erst Mittag, dann Arbeit. Du verstanden, Junge. So, my friend, wo sind wir? Ödev Sokagi, 1 bis 13. Ich finde das hier nicht. Also, ich finde das hier never ever in my life. Teilweise denke ich mir, die könnten mir hier sogar 30 Stunden Zeitvorgabe geben. Ich würde es nicht hinbekommen, die Straße rauszufinden. Das ist einfach krass, Alter.
Kannst du hier alles angucken, was die hier im Angebot haben, ne? Aber du wirst nicht rausfinden, welche Stadt es ist. Weil es einfach krass verwinkelt ist. Du bist in irgendeiner x-beliebigen kleinen Drecksseitenstraße rausgeschmissen worden. Türkische Flaggen, die weisen dich halt darauf hin, dass du in der Türkei bist, aber ansonsten weißt halt nix, nothing. Auf dem Taxi steht nicht mal was drauf, außer THA. Antalya, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. THA, was bedeutet THA? Antalya wird ja nicht mal mit TH geschrieben. Istanbul ist auch am Meer. Aber die Straßenbahn bringt mir halt gar nichts, Mann. Ich habe keinen Plan, ob es in Istanbul eine Straßenbahn gibt oder nicht, oder in Antalya. Oder vielleicht sogar keine Ahnung, wo ich's. Wir haben ja jetzt gelernt, hier in der Hauptstadt, in Ankara, gibt es ja auch Seen und was weiß ich. Vielleicht ist das ja wieder so ein Trick, Mann. So einfach so getrickst. Hier, ich zeige euch ein Bild vom Meer und dann denkst du, du wärst am Meer, aber es stimmt gar nicht. War ja letztens auch, war ja gestern auch so. Havalimani, endlich. Endlich haben wir was. Nisanka und Aksaray. Wir haben einen Hinweis. Alanya könnte es halt auch sein. Es könnte halt einfach alles sein. Es könnte halt einfach original alles sein. Im Flughafen findest du halt never ever. Es ist fast unmöglich. Für mich jedenfalls. Also, ich werde jetzt einfach mal auf Antalya schätzen. Wobei meine Chance, dass wir in Istanbul sind, halt wahrscheinlich auch relativ groß ist. Junge, es ist halt so krass weird schwer. Es macht mich fertig. Es macht mich gerade absolut fertig. Ich bin durch und fix und fertig und ich bin dankbar, wenn diese Runde gleich vorbei ist. Und wir böse in den Wischen reinstarten können, Junge. Weil das hier ist traurig, Mann. Istanbul, es wäre einfach Istanbul gewesen. Und so ganz, wir wären so nah am Meer gewesen, Alter. Wir wären halt einfach so krass nah am Meer gewesen, Mann. Ich hab keinen Plan, wo wir sind. Ich weiß es aber nicht. 149. Brudi, was ist los? Gib mir einen Tipp, Mann. Arabien. Jerusalem. Jerusalem. Erstmal finden, ey. Das musst du halt erstmal finden, ey. Kabul schon mal gar nicht. Find halt erstmal Jerusalem, ey. Digga, ich glaube, dieses Spiel wird mich jetzt über Wochen und Monate so weiterbilden. Das ist insane. Das ist einfach krass. Israel. Jerusalem. Jetzt noch rausfinden, in welcher Ecke man hier steht, ne? Das ist halt jetzt so der schwierige Part. Ich brauche da gar nicht lang drum zu gucken. Ich glaube, ich guess jetzt gleich einfach just for the lulz in Jerusalem und dann war's das, Mann. Weil ich sehe hier halt nothing schon wieder und Schilder hier zu lesen, kannst du halt komplett vergessen. Ich meine, ah ja. Oh.
ja, echt die Straße meintest du. Ah, klar, da war ich letztens auch. Es ist halt so, boah, Jungs. Ehrlich. Anstrengend. Ah, komm schon, Baby, zieh dich aus. Nein, die Polizei kommt. Wir sind in Jerusalem. Ich bin original da, Baum. Nein, ich war dieser Baum. Oh, hab ich nicht erkannt. Sorry. Meine Baum hatte so Biegung so und dein Baum hatte Biegung andersrum. Wack, Alter. Einfach wack. Voll hart, Mann. Voll hart. Ich glaube, ich sollte lieber das Länderspiel spielen, wo man eine Minute Zeit hat, um zu erraten, wo man in welchem Land man ist. Also den Mode fand ich persönlich geiler, weil das hier gleicht ja einfach nur. Vor allem, wenn du die Schilder nicht lesen kannst, ist halt wack, Mann. Gut, zum Glück ist Mackes international universell, ne? Das sieht aus wie Ramen, also irgendwas Thailändisch. Das sieht aus wie Thailändisch tatsächlich. Thailändisch, Mongolei, irgendwie so. Thailand, auf jeden Fall Thailand, ne? Thailand. Würde ich jetzt behaupten, dass das schon Bangkok sein könnte. Also von den Hieroglyphen her definitiv Bangkok. Da ist ein Taxi. Wäre halt echt nice, wenn da jetzt was. Und es fährt vor uns weg, Mann. Bleib doch stehen, Boy. PS. PS Leasing Co. Wow. Diggi, du kannst nicht lesen. Bangkok. Lakmakare Branch Office. Korean Krung Parachak Hospital. Das ist unser Tipp. Das ist, ich sag's euch, Leute, das ist unser Tipp, Mann, den wir gebraucht haben. Einmal zurück, bitte. Das ist unser Tipp, Brudi. Danach suchen wir jetzt. Wir sind in einem Hospital. Wir suchen ein Hospital. Charyn Krung Parachak Hospital. Wie sieht ein Hospital aus? Das Symbol für ein Hospital müsste man jetzt halt kennen, ne? Was ist dieses Spinnennetz, Brudi? Ist das ein Tattoo-Shop? Gibt es hier überall so krasse Tattoo-Shops? Wat Chalo, Wat Sakai? Das ist doch nichts zu fressen, oder? Das sind doch Tattoo-Shops. Krass, Mann. Hotel Bangkok? Nee. Banco Lakmarka. Banco. Ich hoffe, Banco ist das gleiche wie Bangkok. Bankä gibt's. Es gibt Bankun. Bankapi. Banco, Banco, wo ist Banco? Wenn wir Bankä haben, haben wir auch Banco. Komm schon. Bangkok, Samut Yalla Yalla! Ich muss irgendwo gessen, Mann. I don't have any idea. Ich bin absolutes Zorns gerade verlostet. In meiner World of Brain. Mein Kopf ist absolut gerade durch wegen diesem Drecksspiel. Was ist das denn? Sieht ja ultra geil aus. Putamonton. Ist das eine Pokémon-Arena oder was? Haben die eine fette Pokémon-Arena? Einfach in Bangkok?
Mit Safari-Zone? Ist das geil, Digi. Muss ich mir später mal anschauen auf Street View. Karöln Krung Parashak. Ich werde es nicht finden. Ich sag's euch. Ich scheiß heute richtig rein, Alter. Das ist mega schwer. Ich nehme alles zurück. Der Backpacker Cup Runde 3 hat's richtig in sich, Mann. Digi, die Leute, die da auf Rank 1 spielen, so erste Stufe, beste Stufe, höchste Stufe, Mann. Geisteskrank, Alter. Da kriegst du gar nichts mehr wahrscheinlich. Da kriegst du den größten Hinterwäldler Dörfer der ganzen Welt. Da kannst du froh sein, wenn du überhaupt weißt, wie nur ansatzweise das Dorf heißt, in dem du dich gerade befindest. Bankapi District, Karuen Kuhn, Parashak. Ich sehe halt nichts. Prasharak heißt das Ding, ne? Parashak. Prasharak. Ich weiß es nicht, Mann. Ich guess jetzt einfach hier. Und da wollte ich sogar gerade noch gessen. Oh mein Gott, ich habe den Klick nicht mehr hinbekommen. Digi, es wäre halt so insane noch gewesen, hätte ich jetzt genau hier geklickt, Mann. Im Zweifel immer auf die Mitte der Hauptstadt drücken. Geil. Ist gerade mal die Webcam noch mal ein bisschen. Die Cam noch mal ein bisschen, weil ich bin immer so weit unten. Das könnte Griechenland sein, oder? Sind das nicht irgendwelche Götter oder ist das schon wieder so buddhistisch, Mann? Das ist Griechenland, das ist Tzatziki, Mann. Tzatziki, Tzatziki. Tziki-Wiki. Wo sind wir denn? Das ist meiner Meinung nach... Boah, wird mein Maul gerade so trocken. Würde mich aber wundern, wenn das Athen ist, oder? Uns fehlen dann aber noch ein paar Hinweise. Weiter. Weiter Beach, please. Go, go, go. Ach, Mann. Wir müssen erstmal immer aus diesen Seitenstraßen raus. Die sind immer kacke. Prinzipiell immer scheiße. Pleasure, Music Bar, Baby, Coffee Island. Wir sind jetzt erstmal auf einer dicken Straße. Irgendwo in Athen wahrscheinlich, ne? Das ist schon mal der Fact. Wo wir davon ausgehen, dass wir das wissen. Dicke Straße in Athen. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir sind hier irgendwo. Wenn wir jetzt noch ein Straßenschild hätten oder sowas. Hier sind halt überall Taxis, Mann. Aber kein Taxi hat eine Beschriftung. Es ist halt... das übelst schlechteste Werbemanagement, das man haben kann. Einfach seine Taxis nicht zu beschriften. Salsa Dance Studio. GR schließt auf Griechenland. Dimitris Psychokios. Dimitris Psycho irgendwas. Musik macht mich auch bekloppt irgendwann, ne? Die macht dich so durch im Schädel eines Tages, Alter. Was heißt eines Tages? Eigentlich schon nach ein paar Stunden, ne? Bist einfach nur noch... mit diesem leeren Blick und diesem leeren Kopf und dieser Musik allein gelassen, fühlst du dich so ausgelaugt und durch, Mann. Als würden deine Augen sich gleich verflüssigen und dir aus den Augenhöhlen laufen. Brudi. Gleich muss ich den Stream auf plus 18 stellen, wenn es weiter so geht, ey. Ey, Hamdulillah, dass die einfach... dass sie einfach keinen Knopf haben, mit dem man mal so plus 10 Kilometer weiter nach vorne springen kann, weil das ist echt einfach nur ätzend. So eine Straße und du darfst jetzt komplett durchlaufen, bis mal irgendwann ein Schild kommt. Hier ist halt nichts, Mann. Außer
Athena, Athena, Kosmos. Wir sind in Athen, ja, das ist ja schon klar. Auf einer ziemlich dicken Straße, die einfach nur geradeaus führt. Ich guess jetzt hier, Mann. Das muss es einfach sein. Das war die dicke Straße. Ach nee, da sind wir hergekommen und wir sind hier rüber auf diese dicke Straße. Wir haben sogar richtig gegessen, wo wir jetzt sind. Wir hätten nur gessen müssen, wo wir vorher waren. Aber das wäre sau schwierig. Hätte sich sau schwierig gestaltet, weil wir einfach in irgendeiner Drecksgasse wieder waren. Mann. Wie immer, ey. Was ist mit ihm? Wasserstoffblond. Das ist Deutsches Reich. Eine Sauna? Finnisch? Finnland? Finnische Sauna? So eine finnische Sauna, ne? Aber für Finnland sieht das überhaupt nicht kalt aus. Es sieht sogar verdammt smooth aus, das Wetter. Finnland. Helsinki. Ist so der südlichste Teil. Und noch zudem ist es halt wahrscheinlich auch die Hauptstadt. Aber dann müssten wir ja hier irgendwo mehr haben. Ich würde halt schon gern einmal das Meer finden, aber dafür müsstest du halt die 3 Minuten durchgehend laufen wahrscheinlich. Es ist halt immer so lost, so den Weg zum Meer zu finden. Ich bin hier auf einer fetten Straßenbahn. Ich predikte jetzt einfach, dass das die hier ist. Und es ist. Boah, immerhin, Alter. Congratulations. Wir sind Dritter. Und damit haben wir wahrscheinlich den Backpacker Cup geschafft. Nur mit Bronze. Leider, den Touristen Cup haben wir als erstes abgeschlossen. Backpacker Cup als drittes. Und jetzt sind wir im Traveler Cup. Der kommt morgen. Ich habe jetzt heute keinen Bock mehr. Das war voll anstrengend. Und morgen wird es noch brutaler. Das war heavy, Alter. Jungs, das war heavy. Ich gehe jetzt erstmal kurz in die Pause. Und dann sehen wir weiter, ey. Das war echt crazy, Alter. Das war crazy. Holy shit. Alter. Bis gleich, Leute.